Das große Garten- und Familienfest im Mehrgenerationenhaus Südtreff in Hoyerswerda in der Schweizer Straße an diesem Samstag ab 14.30 Uhr. Mit buntem Bühnenprogramm und Roland Kaiserdubel, mit Spaß und Spiel für Steppkes und der Kletterwand, mit lecker kulinarischem und selbstgebackenem Kuchen, mit Info- und Aktionsständen des Nachbarschaftshilfevereins. Feiern Sie seinen 20. Geburtstag doch einfach mit am Samstagnachmittag. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Ahorniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Hallo und herzlich willkommen zu Ihrer Drehscheibe Lausitz. An der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule in Naht bei Hoyerswerda werden die Floriansjünger für den gesamten Freistaat ausgebildet. Ob Azubis, freiwillige Kameraden oder Berufsfeuerwehrmann oder Frau, alle durchlaufen hier Grundlehrgänge und Weiterbildungen. Wir wollen in loser Folge einige Inhalte einmal vorstellen. Gestartet wird mit der klassischen Brandbekämpfung. Einen guten Feuerwehrmann zeichnet nicht die Furchtlosigkeit aus, sondern der Respekt vor dem, was er tut, nämlich Feuer zu bekämpfen. Nun ist das in der Realität natürlich nicht so, dass es ständig irgendwo brennt und das theoretisch Erlernte durch die stetige Praxis irgendwann sitzt. Nicht zu unterschätzen ist auch der Kopf, wenn tatsächlich der Ernstfall eintritt und unerfahrene Kameraden das erste Mal vor einer Flammenwand stehen. Im Brandcontainer an der Feuerwehrschule kann dies gefahrlos getestet werden. Natürlich, gerade wenn man da relativ neu ist, ist das natürlich was auch beängstigend ist, weil man sieht auch durch den Rauch nichts, man hört nur sehr vieles und man muss erst lernen, mit dieser Situation umzugehen. Und genau dafür tun wir das. Man sieht den Kameraden bereits nach wenigen Minuten die Anspannung und Hitze an. Bis zu 900 Grad heiß wird es im Container. Da braucht es Vertrauen. Nicht nur zum Ausbilder, sondern auch in die eigene Ausrüstung. Und genau darum geht es hier. Aber die lernen auch dort natürlich, wo sind die Grenzen unserer Schutzausrüstung? Wann muss ich mich rechtzeitig zurückziehen, um mich nicht noch mehr zu gefährden? Wie ist das Verhalten, wenn zum Beispiel viel Wasserdampf entsteht, der durch unsere Kleidung durchdringt? Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie in der Sauna, wenn der Aufguss kommt. Und auch das Gefühl haben wir durch unsere Schutzkleidung. Und all das sollen unsere Feuerwehrleute natürlich dort kennenlernen, um dann im Einsatzfall, wo sie noch viele andere Aufgaben, Menschen retten müssen oder eben Brandbekämpfung durchführen müssen, dass sie also damit gewappnet sind und besser reagieren können. Während im Container Hitze, Rauch und deren Intensität spürbar werden, ist nebenan im Brandübungshaus die taktische Ausbildung an der Reihe. Mehrere Brände können hier simuliert werden. Also auch dort sind reale Flammen, Gasflammen, auf die wir natürlich reagieren müssen. Aber dort lernen wir auch insbesondere, wie öffne ich Türen, wie suche ich große Räume ab, die völlig verraucht sind. Wie reagiere ich darauf auf eine plötzliche Brandausbreitung? Wie transportiere ich eine Person? Wie sichere ich meinen Rückweg? All das sind Dinge, die dort im Brandhaus zu erlernen sind und eben dort relativ gefahrlos trainiert und immer wieder eingebläut werden können sozusagen. Und das ist nötig, denn bei diesen Einsätzen geht es ja nicht nur um die Rettung anderer Menschen und deren Hab und Gut. Auch den Rettern selbst sollte möglichst nichts passieren. Wird in der Übung eine Lampe oder anderes wichtiges Gerät verloren, haben immerhin der Ausbilder vor Ort mit der Überwachung via Bildschirm immer noch die Möglichkeit einzugreifen. Im Ernstfall könnte es zu lebensgefährlichen Situationen führen.
die Situation wird mitunter halt einfach noch nicht richtig eingeschätzt. Wir sehen das auch ganz klar, wenn wir gestandene Feuerwehrleute haben, die diese Ausbildung wiederholen oder einfach nochmal machen, die gehen dann mit viel ruhigerem Puls zum Beispiel in solche Übungen als Anfänger das tun, weil sie einfach nicht wissen, was in diesen Situationen passiert und wie man richtig reagiert. Und das wollen wir ja auch genau erreichen, dass eben eine Sicherheit steht. Ne? Der Fahranfänger, der das erste Mal alleine im Fahrzeug unterwegs ist, ist auch noch unsicher. Über die Jahre wird er immer sicherer und auch das wollen wir hier eben schaffen, dass wir den Feuerwehrleuten die Sicherheit mitgeben, um ihre Aufgaben im Alltag immer lösen zu können. Respekt muss man den jungen Frauen und Männern der Feuerwehren immer wieder zollen. Gerade die freiwilligen Kameraden opfern ihre Freizeit, um den Rest im Ernstfall zu schützen. Dafür gibt es ohne spektakuläre Einsätze meist nicht einmal ein Danke. Und mit Nachrichten kurz und kompakt zusammengefasst geht es weiter. Eine neue Ausstellung ist in der Energiefabrik in Knappenrode zu sehen. Unter dem Titel SiO2 von Bergkristall bis Smartphone kann man sich auf die Spuren von Silizium begeben. So häufig wie man es findet, so vielfältig ist es auch in seiner Gestalt. Als Gestein oder Mineral zeigt sich Siliziumdioxid in einer Unmenge gestalterischer und farblicher Varietät, wie etwa als Opal, Jaspis oder Achat. Aber auch in der Biologie der Pflanzen sowie für uns Menschen in Technik und Alltag ist Siliziumdioxid von großer Bedeutung. Ein großzügiger Experimentierbereich in der Ausstellung selbst lädt kleine und große Besucher zum Staunen und Begreifen ein. Die Ausstellung war bereits erfolgreich im Kamenzer Museum der Westlausitz zu sehen. Alle drei eingereichten Projekte sind vom Vergabeausschuss für den Altstadtfonds in Hoyerswerda bewilligt worden. Demnach wird die Kulturfabrik beim Projekt Gundermanns Schaltzentrale, einer Digitalinstallation in der Braugasse, unterstützt. Das neu entstehende Café Rosalie bekommt einen finanziellen Zuschuss, um das Altstadtflair vor der Johanneskirche aufzuwerten. Auch das Projekt der Testläden, wobei Jungunternehmer in derzeit leerstehenden Geschäften für ein Vierteljahr nur die Betriebskosten zahlen müssen, soll nun angeschoben werden. Im Altstadtfonds stehen für 2017 noch 16.000 Euro zur Verfügung. Die nächste Sitzung des Vergabegremiums findet im September statt. Die Antragstellung ist im Internet unter stadtzukunft.com/citymanagement möglich. Als Erfolg wird die diesjährige 48-Stunden-Aktion im Landkreis Bautzen verbucht. Knapp 1.300 Jugendliche haben sich daran beteiligt. In und um Hoyerswerda waren 6 Gruppen aktiv. Aber auch an der 2. Oberschule Kamenz wurden Nistkästen gebaut, an der Königsbrücker Oberschule ein Kochstudio eingerichtet und die Oberlichternauer Jugendfeuerwehr hatte den Dorfplatz auf Vordermann gebracht. Wer daran interessiert ist, was die Jugendlichen alles auf die Beine gestellt haben, sollte im Internet auf 48h-bautzen.de klicken. In Spremberg wird die nächste Baustelle angekündigt. Ab Mittwoch ist die Drebkauer Straße im Bereich der Brücke komplett gesperrt. Hier wird der Abriss vorbereitet, heißt es aus dem Rathaus. Die Zufahrt zur Tagebaurandstraße aus dem Stadtzentrum kommend ist dann nicht mehr möglich. Die Sperrzeit beträgt voraussichtlich 10 Monate. An gleicher Stelle wird eine neue Stahlbetonbrücke errichtet. Das Lausitzer Technologiezentrum bietet in den Ferien ein Schülercamp an. Dabei stehen Kurse wie Mathematik einmal anders oder Social Media Spezial auf dem Programm. In Workshops kann man sich zudem einen eigenen Avatar bauen oder kreativ mit dem Fotoapparat unterwegs sein. Das Camp findet vom 26. bis 30. Juni jeweils von 9 bis 16 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings muss eine Anmeldung unter 42 94 0 erfolgen. Wir machen eine kurze Pause, melden uns gleich zurück. Bleiben Sie also dran, liebe Zuschauer. Du schuldest deinem Kumpel
Patrick 2,60 Euro. 2,60 Euro. Zahl damit, dann seid ihr quitt. Ruckzuck ist einfach. Ja. Geld schnell und leicht per Handy senden. Mit Quitt, einer Funktion unserer App. Vier Unbekannte haben in Bernsdorf einen Geldautomaten gesprengt. Gegen 3 Uhr erfolgte die Detonation in der Rathausallee. Anwohner informierten die Polizei. Die Täter flüchteten mit einem dunklen Fahrzeug. Eine Streife verfolgte das Auto auf der B96 zwischen Lauta und Naht. Als die Beamten versuchten, das Fahrzeug zu stoppen, warfen die Unbekannten sogenannte Krähenfüße auf die Fahrbahn. Der Polizeiwagen wurde beschädigt und musste die Verfolgung abbrechen. Ob aus dem gesprengten Geldautomaten etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Kriminaltechniker sicherten Spuren vor Ort. Es folgen weitere Meldungen aus der Region. Ein kleines Kind ist am Donnerstagabend in Bischofswerda verletzt worden. Eine Opel-Fahrerin hatte auf der Beethovenstraße offenbar eine Frau mit dem Dreijährigen auf dem Fußgängerüberweg übersehen. Der Opel erfasste den Jungen, er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Jugendlicher ist am Donnerstag auf der Staatsstraße 108 bei Burg leicht verletzt worden. Der 17-Jährige wollte auf die Staatsstraße in Richtung Weißkolm einbiegen und hatte dabei einen Renault übersehen. Dessen 80-jähriger Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Ein Stoppschild an der Autobahnanschlussstelle Pulsnitz hat am Donnerstag für einen Unfall gesorgt. Während ein Golffahrer vorschriftsmäßig hielt, fuhr ein 60-Jähriger auf. Beide Fahrer blieben unverletzt, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Das Stoppschild steht aufgrund der baustellenbedingt verkürzten Auffahrt, so die Polizei. Autofahrer sollten in diesem Bereich daher aufmerksam sein. Im Hoyerswerda Bürgeramt ist am Dienstag ein blauer Motorroller Scooter Boston B8 abgegeben worden. Bisher liegt keine Verlustmeldung bei der Polizei vor. Daher wird der Eigentümer gebeten, sich bis zum 18. Juli mit einem Eigentumsnachweis zu melden. Auszubildende können finanzielle Zuschüsse erhalten, wenn sie ihre Lehre auswärts absolvieren. Dafür wird die Bundesausbildungsbeihilfe gezahlt, weist die Arbeitsagentur jetzt hin. Für das demnächst beginnende Ausbildungsjahr sollten bereits jetzt die Anträge gestellt werden, denn rückwirkend gibt es kein Geld. Mit dem sogenannten BAP-Rechner im Internet kann jeder Azubi bequem von zu Hause aus errechnen, ob und wie viel Zuschuss ihm zusteht. Der Online-Rechner ist unter www.babrechner.arbeitsagentur.de zu finden. Die Antragstellung kann übrigens auch im Internet erfolgen unter arbeitsagentur.de/meine-e-services. In einer weiteren Folge Nichts los hier ist Florian Glatter gleich beim Fechtclub Porta Lusatia in Bischofswerda zu Gast. Bleiben Sie also dran. In Ihrem Ort ist etwas passiert und die Elsterwelle war nicht dabei? Dann berichten Sie doch selbst. Einfach Ihre Informationen, möglichst mit einem aussagekräftigen Foto, an info@elsterwelle.de senden. Wir freuen uns auf Ihre elektronische Post. Kontaktdaten bitte nicht vergessen. Nichts los hier? Oh doch! Ja, liebe Zuschauer, in wenigen Minuten traue ich mich dann auch mal den Degen zu schwingen. Das war ein lang gepflegter Traum und Thilo Höppner, der Trainer von Porta Lusatia hier in Bischofswerda, der erfüllt mir den heute und bringt mir mal das Fechten so ein bisschen bei. So ist jedenfalls der Plan. Herr Höppner, Sie sind ja selbst zum Fechten gekommen als kleines Kind mit das DDR-System. Wie genau lief das damals ab? Ja, wir wurden gesichtet, eingeladen, damals zum Fechtclub in Bautzen, SV Medizin, den es auch heute noch gibt. Und ich bin das erste Mal hingegangen, Turnhalle war voll, 50 eingeladene Kinder.
Dann wurde eigentlich gleich ein recht anspruchsvolles Training gemacht, was wir vielleicht nicht unbedingt so erwartet hatten. Eine Woche später waren wir noch die Hälfte. Und nach einem Jahr hatten sich die Reihen so gelichtet, aber da waren halt die Fechter übrig geblieben, die diesen Sport gerne gemacht haben, die den ganz toll fanden, die, wie ich, doch etwas wilde Kinder vielleicht auch waren, also das Kämpfen ihnen auch gut getan hat, gleichzeitig Konzentrationsvermögen geschult, verbessert. Selber vielleicht eine kleine Story, warum das für mich wichtig war. Ich bin Linkshänder und konnte das auch beim Fechten endlich mal sein. Ansonsten wurde man immer ein bisschen darauf hingewiesen, dass man doch möglichst mit der rechten Hand schreibt und so weiter und so fort. Und da war das wenigstens am Anfang durchaus ein Vorteil und hat mich da auch bestärkt. Ja, und es ist halt ein Stück weit ein Sport für Individualisten. Das heißt aber nicht, dass wir Kameradschaft oder kein Mannschaftsgefüge haben in dem, aber mein Sieg ist mein Sieg und meine Niederlage natürlich auch die meinige. Ich kann niemandem anders die Schuld geben. Von dem Anfang sind Sie jetzt sogar so weit, dass Sie nicht nur Kinder trainieren, sondern auch noch andere Trainer hier in Sachsen? Ja, also es ist so, meine Ausbildung als Trainer, die ich vor einigen Jahrzehnten begonnen habe, ist es so, dass ich auch immer wieder damit zu tun hatte und seit 4 Jahren bin ich jetzt für die Trainerausbildung in Sachsen zuständig. Also versuche junge Menschen, also Jugendliche insbesondere, dazu zu begeistern, ihr Wissen und Können an noch Jüngere weiterzugeben und bin da in der Aufgabe beschäftigt, solche Leute zu gewinnen, mit auszubilden. Wir sind da ein Team, dem gehört auch der ehemalige Europameister Jörg Fiedler an, der da, sagen wir mal, natürlich auch seine ganze Klasse und Erfahrung mit einbringt. Ich bin mir sicher, dass es gar nicht mal so schwer ist, jugendliche Teenager zu begeistern für einen Kampfsport. Sie aber dann dabei zu halten und dann doch zu sagen, es gibt da ein paar Regeln, auf die man dann doch achten sollte, das stelle ich mir als Schwierigkeit vor. Ja, selbstverständlich. Das ist auch die Herausforderung, dass wir Kinder und Jugendliche, die wir jetzt hier einmal in der Halle haben, damit vertraut machen. Ja, das ist natürlich ein Lernprozess. Es ist auch so, dass es jetzt nicht über Nacht gelernt werden kann. Gut, es gibt immer Naturtalente, aber grundsätzlich gehört eine fundierte Ausbildung, die dauert ungefähr ein Jahr dazu, bis man eine Turnierreifeprüfung ablegt. Und dann geht das Lernen natürlich immer weiter. Ja, also dann kommt neben den technischen, kommt Strategie und Taktik hinzu. Und irgendwann ist man dann wirklich ein gut ausgebildeter Fechter. Aber auch ich muss mich immer wieder ein Stück weit neu erfinden, sollte offen sein für Neuerungen, die auch international durchaus den Fechtsport immer wieder bereichern. Und da wollen wir schon wieder in Deutschland den Anschluss an die Weltspitze herstellen. Sicherlich jetzt hier nicht in Bischofswerda. Hier geht es darum, dass die Jungs und Mädels das Fechten erlernen. Aber so wie es uns auch schon gelungen ist, wenn jemand besonders talentiert ist und das Umfeld entsprechend stimmt, dann sind wir auch gerne bereit, mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge die Kinder auf den Weg zur Sportschule nach Leipzig zu begleiten, wo sie dann natürlich in noch bessere Bedingungen vorfinden und dann täglich fechten können. Ne? Und dazu gehört es ja nicht unbedingt, dass die Kinder hier nur aus Bischofswerda kommen, sondern gerne auch aus der Umgebung. Ja, also wir haben ungefähr die Hälfte unserer Mitglieder kommen aus Bischofswerda und die anderen aus der Umgebung, 20, 30 Kilometer teilweise entfernt. Und da gilt natürlich auch immer unser Dank den Eltern, die das möglich machen, die Kinder hierher zu bringen und dort so diese und jene kleine logistische Aufgabe erfüllen. Wir selber sind da auch, sagen wir mal, offen noch für weiteren Zuwachs. Nun ist es ja so, wenn man dann in diesem Lernprozess ist als Teenager, dann wird man auch mit dieser Anlage im Hintergrund hier vertraut, die zwangsläufig zum Fechten gehört. Und wer irgendwie schon mal Fechten im Fernsehen gesehen hat, der kennt die definitiv. Wer schon mal bei einem Wettkampf war, der kennt die erst recht. Warum ist sie so wichtig? Ja, also das ist ein sogenannter Melder. Der meldet uns optisch und akustisch, also optisch durch eine Lampe und akustisch durch einen Piepton, wenn ein Treffer gefallen ist. Das ist noch eine Verkabelung vorgeschalten und der eigentliche Impuls, der kommt von dieser Waffe und wird von dieser Spitze hier vorne
ausgelöst. Ja, also wenn ich einen Gegner damit treffe, brauche ich mindestens 750 Gramm, wird ein Stromkreis geschlossen und wird entsprechend dann uns kundgetan. Beim Degen, was wir vorzugsweise fechten, ist der gesamte Körper Trefffläche. Also wir haben viele Möglichkeiten. Natürlich, der Gegner hat genauso viele Möglichkeiten, uns zu treffen. Dann sind die Regeln jetzt also klar. Ich würde sagen, ich habe Lust bekommen und ich hoffe, Sie erlauben mir auch mal jetzt den Degen zu schwingen. Ja, dann gut Stich. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Am 17. Juni 1998 war der offizielle Baustart am Lausitzring in Klettwitz. Zwei Monate später sorgt jedoch das Widerspruchsverfahren eines Anwohners für einen Baustopp. Motorsportfans und die Region kämpfen unter Führung der Bürgerinitiative Pro Lausitzring mit Demonstrationen und Mahnwachen für das Projekt. Mit Erfolg am 21. Oktober 1998 werden die Bauarbeiten wieder aufgenommen. Die Idee zum Bau einer Rennstrecke in der Lausitz wurde bereits in den 80er Jahren entwickelt. 1986 wurde dieses Vorhaben konkretisiert und in den letzten 5-Jahr-Plan der ehemaligen DDR aufgenommen. 1991 werden diese Pläne wieder aufgegriffen und eine eigens gegründete Lausitzring-Projekt- und Entwicklungsgesellschaft erhält die Aufgabe, nach einem Standort für die Rennstrecke zu suchen. Die Entscheidung fällt auf den ehemaligen Tagebau Meuro. Am 8. September 1995 stimmt das Brandenburgische Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung dieser Standortplanung zu. Am 20. August 2000 wurde der Eurospeedway Lausitz dann mit mehr als 80.000 Besuchern eröffnet. In den Bau der Renn- und Teststrecke wurden bis dato 150 Millionen Euro investiert. 123 Millionen davon waren Fördermittel. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Mit dem 5. Lausitzer Oldtimer- und Blaulichttreffen starten am Samstag die Fabrikfestspiele in der Energiefabrik Knappenrode. Es werden mehr als 300 Fahrzeuge, Vorführungen und Attraktionen für Kinder zu erleben sein. Dazu gibt es einen großen Teilemarkt, die Blaulichtshow und ein Feuerwerk am Abend. Es fahren ab 9.30 Uhr stündlich Icarus-Shuttlebusse vom Lausitzer Platz nach Knappenrode. Um 11 Uhr wird dort auch die Sonderausstellung von Bergkristall bis Smartphone eröffnet. Das BITS in Bautzen ist am Samstag von 8.30 Uhr bis 12 Uhr geöffnet. Ein Berufsberater steht zur Beantwortung von Fragen bereit. Kinderkino gibt es am Samstagvormittag in Bischofswerda. In der Bautzner Straße im Kleiderfundus wird ab 10 Uhr Sing gezeigt. Der Eintritt ist frei. Auf dem Modellfluggelände des Verkehrslandeplatzes Welzow findet am Samstag und am Sonntag das Flugplatzfest des Modellsportvereins Senftenberg-Welzow statt. Die Modellflieger laden Zuschauer jeweils ab 10 Uhr ein. Der Eintritt ist frei. In der Seesporthalle in Großkoschen werden am Samstag ab 10 Uhr die Ostdeutschen Meisterschaften im Kunst- und Einradsport ausgetragen. Nach der Siegerehrung gegen 15.30 Uhr gibt es ein Showprogramm. Tag der offenen Unternehmen ist am Samstag ab 10 Uhr in Bernsdorf. Gestartet wird im Klimakompressorenwerk in Straßgräbchen. Dort steht auch der Infotruck der Metall- und Elektroindustrie.
Das Haus der Parität in der Heinrich-Mann-Straße in Hoyerswerda lädt am Samstag zum Tag der offenen Tür ein. Ab 12 Uhr zeigen die Vereine, wie vielfältig die Angebote für Alt, aber auch Jung sind. Ab 16.30 Uhr findet dort auch die Informationsveranstaltung zum Sommerferienlager in Doxy, der IG Kinderferien, statt. Das Betreuerteam und der Lagerleiter beantworten alle Fragen. Ebenso sind noch Anmeldungen möglich. Im Cinemotion in Hoyerswerda ist am Samstag und Sonntag Kinderfilmzeit. Es laufen jeweils ab 13 Uhr Überflieger, Kleiner Vogel und The Boss Baby. Der Karate-Do-Verein Hoyerswerda lädt am Samstag Eltern und Kinder ein, Karate zu trainieren. Ab 14 Uhr bereits können Erwachsene in der Halle an der Stauffenbergstraße an einer Yoga-Einführungsstunde teilnehmen. Das große Garten- und Familienfest zum 20-jährigen Geburtstag des Nachbarschaftshilfevereins beginnt am Samstag um 14.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus Südtreff in der Schweizer Straße in Hoyerswerda. Es erwarten Sie und Ihre Kinder ein buntes Bühnenprogramm mit einem Roland-Kaiser-Double, Spaß und Spiel, selbstgebackener Kuchen und viele Infos und Aktionen. Im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums des Kunstvereins Zeisig zeigt am Samstag das Zeisiger Hoftheater die Komödie Das Spiel um Jupiter. Beginn im Zeisig-Hof ist um 18.30 Uhr. Ein literarisches Rührei wird am Samstagabend ab 19 Uhr wieder einmal in der Kufa in Hoyerswerda am Markt aufgeschlagen. Vorhang auf heißt es am Samstagabend erneut im Amphitheater in Großkoschen am Senftenberger See. Gezeigt wird die Kultkomödie Ladies Night. Sechs arbeitslose Freunde wollen Männerstriptease bieten. Die umjubelte Inszenierung beginnt um 20.30 Uhr. Und 50 Jahre Kartbahn werden am Samstag und Sonntag auf der legendären Bahn in Loser gefeiert. Am Samstag werden Trainings- und Demofahrten absolviert. Am Sonntag ab 10 Uhr sind dann zahlreiche Rennen zu erleben. Daneben gibt es ein Rahmenprogramm. Zum Sonntag. Am Sonntag geht es mit dem Lausitzer Wanderverein auf die Mittellausitzer Berglandtour nach Neusalza-Spremberg. Treff mit dem Pkw ist um 7 Uhr am Parkplatz Bonhoeffer Straße in Hoyerswerda. Mit der Lausitz größtem Trödelmarkt gehen am Sonntag ab 8 Uhr die Fabrikfestspiele in der Energiefabrik Knappenrode weiter. Mehr als 200 Händler, Profis und Private werden dabei sein. Dazu erwarten Sie ein musikalisches Bühnenprogramm, unter anderem mit Yellow Cap aus Dresden, viele Kinderattraktionen wie das 8 Meter Bungee-Trampolin, der Händlermarkt und vieles mehr. Ein internationales Floorball-Turnier wird am Sonntag in Hoyerswerda ausgetragen. In der Halle des Foucault-Gymnasiums geht es um 9 Uhr los, der Eintritt ist frei. Der Skatclub Glück auf Hoyerswerda lädt am Sonntag zum nächsten Skat-Turnier ein. Gespielt wird in der Begegnungsstätte Lichtblick des VBFF in der Huttenstraße im WK7. Beginn ist 10 Uhr. Das große Kloster- und Familienfest wird am Sonntag im Kloster St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau gefeiert. Los geht es 10.30 Uhr mit ökumenischem Gottesdienst sowie bunten Bühnen und Showprogrammen. Lausitzer Spezialitäten kann man auf dem Naturmarkt genießen. Der sorbische Heimattag wird am Sonntag in Spreewitz und Neustadt gefeiert. Er beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Ab 13 Uhr ist Volkslieder singen und Trachtenvorstellung. Es öffnet auch die Heimatstube in der Sorbenscheune. Die Bühnen Schwedt bringen die Streiche der Lausbuben Max und Moritz am Sonntagnachmittag an den Senftenberger See. Die Familienvorstellung im Amphitheater Großkoschen beginnt um 16 Uhr. In der Kufa im Bürgerhaus in Hoyerswerda am Markt gibt es am Sonntagabend Kino. Gezeigt wird ab 20 Uhr noch einmal Victoria, Männer und andere Missgeschicke. Nachts wechselnd bewölkt und letzte Schauer, später meist trocken, bei mäßigem bis frischem Wind liegen die Tiefstwerte um 12 Grad. Am Samstag wechselnd bewölkt und ganz vereinzelt ist auch mal ein Schauer möglich, bei zum Teil frischem Wind wird es nur 20 Grad warm. Am Sonntag dann zunehmend sonniger und mit 26 Grad auch wärmer. Am Montag reichlich Sonnenschein bei wieder hochsommerlichen Temperaturen um 30 Grad. Am Dienstag schon wieder Durchzug, teils dichter Wolken mit Schauern und nicht mehr ganz so warm. Ja, und das war die Drehscheibe Lausitz für Freitag. Das Wochenende ist wieder prall gefüllt mit Veranstaltungen, also machen Sie das Beste draus.